So Leute, recht herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft, hier auf meiner kleinen Welt, wo es mir doch herrlich gefällt. So, was haben wir denn? Wir haben hier 24 von diesen Dingern, wir brauchen noch ganz viel Rubber. Rubber. Ich würde jetzt anregen, dass wir... anregen, du geile Sau, du. Wir pflanzen einfach mal wieder ein paar Rubberbäume draußen. Pass mal auf hier. Rubber. Wo sind sie? Rubber Saplings, Rubber Tree Saplings. So. Jo. Dann laden wir mal ganz kurz unser Jetpack. So. Rutsch. Wie viel fasst das? 30.000. Eieieiei. Er wird vielleicht die ganze Energieversorgung hier wieder flöten gehen. Aber was soll's. Hauptsache unser Jetpack ist geladen. So. Reicht. So. Aber ich würde sagen, jetzt da wir das Jetpack haben, brauchen wir uns hier oben die Ecke nicht mehr so verschandeln. Ach nee, da unten haben wir ja noch so viel anderes genommen. Okay, ich würde sagen, jetzt wo wir ein Jetpack haben, pflanzen wir die Bäume hier oben hin. Ne? So, Quatsch, bam. Hier können überall Monster spawnen. Ist mit dir nicht richtig, Alter. Lebensmüde oder was? Anfänger. So. So, da haben wir dann jetzt hier die Bäume gleich alle verpflanzt. So. Gut. Dann warten wir jetzt, bis da hier die der Großteil ausgewachsen ist. Vorher fange ich jetzt hier nicht an. So. Was auch cool wäre, einfach mal eine Baumplantage oder sowas. Oder eine Baumfarm. So. Naja, was machen wir denn jetzt? Ein Sonnending. Hier so ein Solar Panel wollten wir ja. Wir müssen mal kurz gucken. Solar Panel. So, ja. Was brauchen wir dafür noch? Was ist das hier? LV. Kupferkabel, Kupferholz. Na, das kriegen wir hin. Haben wir noch Holz? Haben wir noch irgendwo Holz? Bitte. Nur ein bisschen. Ne, 3 ist zu wenig. Bisschen mehr. Jo. 64 reicht. So, Kupferkabel. Ach, habe ich ja alles hier reingeschmissen wieder, wa? Ich bin ja auch ein Held. Naja, so Kupferkabel. Was haben wir denn hier alles? Kohle, das brauchen wir. Kupferkabel brauchen wir. Kupfer brauchen wir. Brauchen wir da sonst noch was von? MV-Transformator brauchen wir eigentlich nicht, ne? Anisoliertes Kupferkabel können wir auch gebrauchen. Watermill bringt uns nicht sehr viel. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Also mit den Wasserdingern, da wäre es eigentlich am besten, da Bedboxes zu bauen, glaube ich. Sag mal kurz, ja? Nein, ist doch. Mensch, gehen wir doch nicht um Keks. Und was liegt denn jetzt hier eigentlich in der Truhe? Holz, nicht gut. So. Daff. Dann Kupfer und 3 Kupfer so. Haben wir einen FV-Transformator. Von dem braucht man dann eigentlich noch ein paar mehr, aber was soll's. So. Wir craften mittels der Generatoren. Die haben wir auch noch hier drin. Generatoren und Glas. Ja. So. Glas. Durchgesaugt. So, gucken wir mal. Kohldust, nicht so viel. So, also. Wartet, brauchen auch die Schaltkreise. Sips.
Sips, Sips. Dann so, so, so. So, so, so. Solar Panel. Gut, und ich mangel jetzt wirklich an diesen Dingern. Wir haben ja hier noch ein bisschen Kupferkabel zu machen. Damit ja auch. Rutsch. 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 So. Rinder. Rinder. So. So, naja, Extractor 48. Sehr schön. So können wir ja gleich hier craften. Warte. So. Und so. Rutsch. So und Rutsch. Gut. Setzen wir jetzt ein. So, we find Iron. Haben wir hier so ein bisschen. Hier haben wir Iron Ingot. Das müssen wir dann mal noch verbrennen. Hier, Iron, Iron. Iron Ingot. Zinn. Gut. Das und das wird gebrannt. So, und wo ist der andere hier? Gut. Dann haben wir hier schon mal die erste Solarzelle fertig. Ah ne, halt, warte, falsch rum. LV-Transformator muss sein. So. Jetzt brauchen wir noch 4 Stück, dann hätten wir das zweite. Und das würde ja so die Minimalausstattung bedeuten, die wir unten wollten. Das heißt, wir müssen dafür jetzt noch die Refined Iron 2. Wie viel brauchen wir? 4 Stück, also 8 Refined Iron. Bekommen wir noch. So. Redstone. Hier noch. So, Batsch, Batsch, Batsch. Butsch, Butsch, Butsch. So. Sips und Sips. 8 Stück. So, das kommt dann dahin. Dann ist. Ne, nicht Solar Panel, sondern die Generatoren. Dann Wutsch, Wutsch, Wutsch. War das so rum? Natürlich nicht. Hätte mich auch gewundert, wenn ich das hier mal auf Anhieb richtig gehabt hätte. So, 8 Solarpaneele. Dann brauchen wir jetzt noch Holz. Holz, 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 Holz. Und Kupfer. Hm. Noch Kupfer? Natürlich haben wir noch Kupfer. Wäre ja gelacht, wenn wir da kein Kupfer hätten, ne? Ja. So, so. Dann, dann, dann. Dann. Mutsch. Was kommt damit hin? Dann haben wir die 8 Solarpaneele. Und das. Und können dann damit hier so ein schönes Ding craften. Sehr gut. So, Kupferkabel. Nehmen wir Kupferkabel, nehmen wir den Goldkabel, haben wir gesagt. Wollten wir, dass wir den Aufbau hier so haben. So, dann von da nach da, nach da, nach da, nach da, nach da, nach da, nach da. Und dann eine Wooden Conductive Pipe. Oder die Golden Conductive Pipe. So, und dann kann das hier oben bleiben. Soweit erstmal. Das hier von mir aus auch. So, dann gehen wir doch mal runter und gucken mal, ob wir damit jetzt Quarry zum Laufen bringen. Wir haben es ja gerade Tag. Ich bräuchte hier mal einen Schacht, wo man direkt rausfliegen kann. So. Was ist jetzt schon wieder Nacht hier oder was? Ach, Alter. Na, Spinne. Ja, also einmal kurz noch ins Bett. Denn ohne des Tages bringt das alles nichts. Dann komm. So. Man kann das da unten alles noch ein bisschen pulverisen und brennen und was auch immer. So, und hier geht's dann bergab.
So. Okay. Wie hat man es uns gedacht? Wir haben da den WC-Producer, das und das. Dann kommt da das hin und da das. Jo. Ich mache mal hier vorsichtshalber zwei zwischen. Oder? Ne, wir machen hier nur einen zwischen. So, sag mal her. Wooden Conductive Pipe. Natürlich jetzt doof, wenn das so nicht passt. Naja, dann müssen wir das halt hier oben hier vorsetzen. Ist ja auch egal. So, dann so. 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 Nee, halt. MFE ist falsch umgesetzt. Die muss so hin. Lass mich rollen. Nicht, ach fuck, Alter. Nee, sehe ich jetzt nicht ein. Passt auf hier. Options. Cheat Mode. MFE. So. Den erreicht. Vielen Dank. So. So. Gut. Dann Batsch. Options. Normaler Modus. So, den machen wir jetzt mal hier so und so. Und hier zwei Solar Panels hin. Die liefern jetzt Energie, die hier hinkommt. Bewegt sich was? Ist die Kurve schon wieder auseinandergefallen, dass er das jetzt erst bauen muss? So, naja, da fährt man ja bitte. Ich sag ab, warte mal, wir versuchen jetzt erstmal eine Golden. Tut sich was? Nee, es tut sich nichts. Golden. So, es kommt Strom an. Alter. Krass. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich bin gespannt und da muss ich immer was essen. Sei es bei Minecraft oder im echten Leben. Ich habe hier nämlich so leckere Lebkuchen. Eigentlich viel zu früh dieses Jahr, aber was soll's. Kann man Oma machen. Oh, Alter. Boah, schießt die ab. Ist immer richtig krass. Gut, die frisst jetzt halt die komplette Energie von dem Ding. Eieiei. Das Ganze noch schneller machen. Obwohl, eigentlich wollen wir es nicht übertreiben, ne? So kommen wir gar nicht mit dem Craften von dem ganzen Speichermodul hinterher. Was wir im Übrigen auch bald wieder machen müssen, denn wenn die Quarry jetzt wirklich so schnell läuft, dann wird das auch ganz schnell voll sein. Aber das nun mal so, ne? Aber das fetzt ja mal. Vor allem geht das so viel schneller als mit den Turtles.
das noch ein bisschen ans Limit treiben. Oder kann man die Quarry hochjagen? Wenn die jetzt hochgeht, ist ja egal. Dann cheaten wir uns hier halt wieder neu. Ist ja. Jagd in die Hose. Soll ich jetzt ein bisschen schmatzen? Kommt das nicht davon, weil ich esse oder so? Wenn wir es wollen. So. Mehr. Ups. Options. Reset Mode. Cheat Mode. Vielen Dank. Nee, nicht MFE, sondern nix. Nee, Breath. Nö, Alter. Warte, nicht MFE. Solar. Wir haben ja ein Low Voltage eigentlich nur. So lädt sich das auch nicht auf. So ist natürlich schon geil, ne? Was haben wir da eigentlich? Ist das Lehm? Cool, ich glaube, wir kriegen Lehm. Ey, der speichert ja nichts zwischen. Ist ja Wahnsinn. Guck dir mal den Itemstrom an hier. Naja, dann würde ich sagen, lassen wir das mal so laufen. Und da ich jetzt hier gerade in dem Cheat-Modus bin und mir das tierisch auf den Keks geht, Ressourcen für diese blöden Solarpaneele zu craften oder zu holen, nehmen wir jetzt einfach mal diese paar Solarpaneele, die wir hier haben, und setzen uns die hier hin. So, könnt ihr jetzt meckern, wie ihr wollt, ist mir egal. So, das kommt weg. So. So, warte mal, wir brauchen noch hier so ein Kabel, den hier. Previous, nee, warte mal, Cable. Gold. Zweimal. Rutsch. Vielen Dank. So. Also das Recht nehme ich mir jetzt mal raus, Leute. Einfach aus dem Grunde, weil es sonst zu monoton wird hier, das Ganze. Wisst ihr? Muss ja nur nicht sein. So. Und hier können wir uns jetzt noch was erlauben. Was richtig cool wird. Hoffe ich. Ja, geht. Verbindet sich auch? Verbindet sich auch. Sehr schön. So, wir erlauben uns mal Ditte. Dann werden wir mal unser Speichersystem noch ein bisschen erweitern. Aber zunächst einmal möchte ich sehen, wie schnell die Items hier ankommen. Hier kommt der ganze Pulk. Ja, da müssen wir eindeutig unser Speicher, unser Lagersystem erhöhen. So. Und zwar werden wir jetzt Folgendes machen. ME. Wir werden uns von diesen. Warte mal kurz, wie sieht es jetzt hier aus? Ist das jetzt schon voll? Nee, aber läuft sehr schnell voll. Von diesen Schubladenschränken machen wir uns jetzt mal
What? Wieso 111? Komisch. Ja, das ist auch zu viel. Wieso 111? So. 13,6 und dann von den großen Storage-Modulen. Achso, weil der mir Infinite gibt. Okay, weg damit. So. Gut. Dann Batsch. Achso, weil die noch kleine Konsolen haben. So. 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 Rutsch. Und Rutsch. Rutsch. Und Rutsch. Und Rutsch. Und Rutsch. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal keine Probleme mehr mit überlaufenden Item-Vorräten. So, dann gehen wir mal schnell schlafen. Und hoffen, dass wir jetzt nicht das ganze System überlastet haben. Was durchaus vorkommen oder sein kann. Ja. Das kann sein. Cheater. Dann machen wir die erstmal wieder leer hier. Na, läuft's jetzt hier oder was? Achso, wartet. Jetzt besser? Ja? In 33 EU pro Tick, out 32 EU pro Tick. Herrlich. Machen wir es erstmal so. Soll das erstmal halten, hoffe ich. So. In-Out. Was sind das hier? LV-Consumer. Wahrscheinlich dadurch, ne? Das heißt, wir müssten hier nochmal einen LV-Consumer ranmachen. Oder hier. Oder ein MV-Consumer? Würde das gehen? Was haben wir da? Da haben wir einen LV-Producer. Keine Ahnung. So, jetzt kommen hier auf jeden Fall schon mal Items. Nun kommt. Nicht so schüchtern. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wie sieht denn eigentlich raus? Auf die Bombe. Wow. Gucken wir mal. So, auf jeden Fall kommt das Ding hinterher. Das ist ja schon mal viel wert. Guck mal, das andere kommt hoch. So, jetzt gucken wir doch mal.
Hier Cobblestone. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Das sieht doch schon mal gut aus. So, jetzt sagt unser Jetpack. Jetpack sagt fast voll. Es lädt. Hier ist voll. Dann Jetpack darin. Patsch. Wieso habe ich hier eigentlich einen LV-Consumer? Kann ich da nicht einen MV-Consumer machen? Da kann ich so ein Lagersystem mit sowas hier verbinden? Müssen wir mal testen. Ich glaube, der limitierende Fakt ist jetzt wirklich hier dieser LV-Consumer. Keine Ahnung. So. Ist wieder voll. So, dann packen wir mal die Rest hier auch noch mit drin. Wie sieht's aus? Das Ding ist voll. Ja, jetzt wird das hier voll gemacht. Hier läuft langsam rein. Hier haben wir noch Janosch. So, was haben wir denn jetzt hier alles noch an Pulver? Nicht viel mehr, okay. Das Brot können wir nicht. Sollen wir denn Brot brennen? Brot ist doch schon gebrannt. Manches Brot ist sogar verbrannt. Gut. Ja. Das ist schon krass, wie die Quarry da langreizt, wa? Wahnsinn. Geht richtig schön schnell. Müssen wir mal die Zeit stoppen, wie lange die für eine Schicht braucht. Obwohl, wir können ja gleich mal gucken, was sie für so eine Reihe braucht. Wartet mal, ich mache mal kurz am Handy die Stoppuhr. Das heißt, wir werden jetzt den nächsten Rückgang nicht hinkriegen, glaube ich. Na, Uhr, komm. Stoppuhr. So. Ne, guck mal doch mal. Ne? Ach, das ist ja hier auch doof. Warte mal. So. Und. Ja, ich habe vorher gestartet. Haben halt ein bisschen. In Messfeder drinne, was soll's. So, dann halte ich mal hier Steuerung gedrückt, Steuerung, um dann im richtigen Moment Stopp zu drücken. No. Nö, 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 nö. So, 20 Sekunden hat sie jetzt dafür gebraucht. Das heißt, da wir jetzt immer 60 so Dinge haben, braucht die jetzt immer noch 20 Minuten pro Lage. Was aber jetzt ganz anderes Problem aufwirft. Ups, lass mich in Ruhe. Oder was heißt Problem? Wir sehen, wir sind hier auf 62, das heißt, die braucht 20 Stunden ungefähr, um da jetzt noch runterzukommen. Das ist immer noch nicht so dolle, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Aber ich glaube, mehr Solarpaneele helfen ja auch nicht, ne? So, hast du jetzt hier schon mal gespeichert? Nö. Problem ist halt, dass der, glaube ich, jetzt immer alles 100% ausgibt. Sag mal her. In 128, out 53. Megajoule. Weil das Ding hier, wir müssten eigentlich nochmal so ein Ding bauen und das darin ballern. Wartet mal. Ich glaube, das wäre effizienter. Also vorhin hatten wir 6000. Noch was. Und jetzt haben wir 6455. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das jetzt hier weitergeht.
Ob der dann auch mal die Samen da raus macht. Alter, mach die Samen raus. Nee, macht er nicht. Ah doch. Okay. Interessant. Komisch. Halt mal, wo habe ich denn diesen Solardinger hingepackt? Solar, hallo? Also. So. Und dann noch eine MFE. Gut. Eine reicht da, danke. Haben wir noch Goldkabel? Mehrfach isoliertes hätte ich gerne. Ah hier. Gut. Fliegen wir mal kurz rüber nochmal. Setzen da mal noch eins dran, was dann nach hier vorne rausgeht. Bin ich jetzt mal gespannt, ne? So, dahin. So, dann machen wir jetzt das Goldkabel. So, so. So, so. Gut. Brauchen wir natürlich hier wieder ein bisschen Material. So. Ah, hier so probieren macht auch Spaß, ey. So, dann kommen jetzt hier die Solar-Dinger hin. Ich weiß gar nicht, ob man die auch überlasten kann, die Quarry. Wäre zwar blöd, aber naja. Wir gehen hier halt ganz wissenschaftlich ran. So wie sich das gehört. Und die Quarry steht gleich. Das ist doof. Ja. Steht. Das heißt, wir gucken mal kurz, haben wir hier Tag? Ja. So. Wirst in. Ah, jetzt lädt er aber hier auch langsam. Hier lädt er nicht. Hier lädt er auch nicht. Aber der lädt langsam nach. Mhm. Naja. Dauert halt trotzdem noch ewig lange. Aber wir kriegen jetzt hier auf jeden Fall schon mal Ohr. Und ich gönne mir jetzt diesen Luxus, dass wir das haben, dass wir auch oben die Energieversorgung gesichert haben. Denn so können wir dann auch mal ein bisschen was anderes noch machen. Also irgendwie mal Häuser bauen oder so, ohne dass wir jetzt immer denken müssen, oh, wir müssen noch die Energie sichern oder so. Keine Ahnung. Was natürlich noch wichtig wäre, ist, dass man mal schaut. Obwohl, hier, ich will jetzt mal noch warten. Was passiert, wenn das Wasser jetzt hier? Weil man muss ja in der Quarry auch eigentlich immer Wasser verteilen, ne? Das ist ja ganz wichtig, ob sich das jetzt hier automatisch verteilt durch diese Pfütze, die wir hier haben. Minecraft-Wasser ist ja manchmal ein bisschen komisch. Man könnte jetzt hier vermuten, dass sich dann hier eine Quelle bildet, wenn das Ding dann hier lang fährt. Und das dann hier nochmal schön überflutet. Und dann halt auch dementsprechend hier nochmal weitergeht. Bis dann eventuell auf Schicht. Ja, wo war man jetzt hier? 64, dann auf Schicht. 50, dann die ganze Fläche hier unter Wasser steht. Das wäre natürlich schön. Das könnte man begrüßen, aber naja. So. Ressourcen werden immer noch wie bekloppt hier angespült. Weil jetzt, da man die Energieprobleme nicht mehr hat, kann man sich immer im Kopf machen, wie man das jetzt da oben alles richtig macht, wisst ihr? Ob man nicht vielleicht hier nochmal eine Etage macht, wo man das ganze Autocraften-Zeug rinsetzt. Oha. Menü. So, was haben wir ja hier? 36, 37, 34, 35, 36, 37. Also, es geht schon recht schnell. Copper-Ohr.
An sich Ohr, was haben wir denn jetzt hier? Ein Ohr? Ohr. Iron. Kupfer. Gut. Dum, 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 dum. Low Voltage Solar Array. Hä? Was habe ich denn jetzt gelesen? Ach so, hier. Moment, Schule. So, ich werde dann jetzt auch gleich aufhören, weil ich merke, ich werde ein bisschen unkonzentriert. Das bringt ja dann hier nichts, euch nichts. Dementsprechend machen wir dann auch Schluss. Die Solar Rays klopfen wir hier rein. Dum, 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 dum. Ah, ist das ehrlich. Aber ich möchte das jetzt eigentlich verbissen mit dem Wasser. Oder wartet mal, wir machen mal anders. Wir holen jetzt mal Eimer. Eimer müssen wir noch haben. Wie es aussieht. Wir machen da mal noch schnell selbstständig Wasser rein. Damit das dann einfach mal gewässert ist da. So. Packet, genau. Ich wollte Eimer schreiben, aber so geht's auch. So. So, jetzt zeig mal her, Jo. Hier einen. Ich sagen, hier mal einen. Hier einen. Warte mal, da muss... Hier glaube ich nein, ne? Jo. So, welche Aggression? So, gut. Jo. Alter, guck mal, die haben sich jetzt hier richtig aufgeladen. Das nicht, aber das hier komischerweise, warum auch immer, hat er dieselbe Anzahl. Das heißt, die läuft jetzt tatsächlich auch über Nacht. Bin ja schon ein bisschen stolz auf mich, ne? Also, dass die Idee hier wirklich klappt.
Ist ja ein Riesenaufbau, aber den können wir ja dann bei jeder Quarry wieder nutzen. Das sollte ja nicht so das Problem sein. Da hinten ist ein Enderman. Der baut da auch wieder ab. Was sind denn die hier? So, gut. Jetzt haben wir keinen Strom mehr. Wartet, dann machen wir nochmal schnell den hier, wenn wir noch nicht lange warten müssen und auch nicht lange reisen müssen. Der stirbt! Sehr gut. So, da bin ich ja jetzt hier mal gespannt, was dann rauskommt. Kann ja nicht mehr lange dauern. So. Jo. Bist du gestorben? Ja. Dann gucken wir nochmal. Hier, Gold. Ne, Kupfer ist dort. Da können wir auch Regen machen. Wie sieht es dann aus? Oh, nicht langsamer. Sehr gut. Das würde mich natürlich noch interessieren, warum die das Ding speichert und das hier nicht. Ja. Oh. Und da sind wir dann auch gleich fertig mit der Folge. Dann habe ich erstmal so mein erstes Ziel, das ich hier so hatte, nämlich Ressourcen richtig stark abbauen, und das Lagersystem haben wir dann auch eigentlich fertig. Wir müssen dann nochmal mit der Energieversorgung da oben noch gucken. Na, was nun? Regen aus. So. Gut, da ergibt sich dann jetzt gleich hier, ob das Ganze dann hierher weiterfließt oder nicht. Ja, jo. Geil. Das bleibt dann auch so. Also wenn man jetzt hier dann hier blockt, dann wird das hier nicht weniger oder so. Hoffe ich zumindest. Können wir mal kurz gucken noch. Aber müsste eigentlich so bleiben. Dann hätten wir jetzt hier mit diesem Flaschen Wasser, die wir hier haben, eigentlich sichergestellt, dass das dann hier innerhalb von ein paar Schichten dann zu ist. Ist dann zwar keine ebene Wasserfläche, aber wisst ihr, wen interessiert das. Ne? So, seht ihr, es breitet sich sogar noch aus. Aber es bleibt hier halt hier auf der Höhe. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn wir dann von hier, dann müssten wir eigentlich, ich zeig's euch, hier hinten so voll kriegen und das dann noch bis nach da irgendwie laufen haben. Mit dem nach links und rechts, das klappt dann auch, weil wir haben ja hier gesehen, hier hat er angebuddelt und dann ist das hier nochmal 8 nach da gelaufen. Also soweit haben wir da jetzt erstmal keine Probleme. Ich bin jetzt mal gespannt, wie voll unsere Speichermodule da oben sind. So. Hier wird immer noch was reingelegt. Hier haben wir noch nichts, hier haben wir noch nichts. Hier 64ern auch erst recht nicht. Sehr gut. Naja, Leute, dann gucken wir mal noch hier, was beim Pulverisieren jetzt so rausgekommen ist. 56 Eisen. Ja, sonst nichts. Und dann kommt das hier. Ja, und in der nächsten Folge werden wir dann einfach mal das Ganze hier irgendwie ein bisschen besser machen. Ich weiß noch nicht wie genau.
müssen wir uns mal überlegen, oder muss ich mir mal überlegen, besser gesagt, wie ich das nun genau haben möchte. Mir wäre es eigentlich auch lieb, wenn das ganze Zeug direkt ins Lagersystem kommt. Das heißt, wir müssten hier mit einem Importbus, Exportbus arbeiten. Dafür müssen wir aber die Energieversorgung sicherstellen. Was ja momentan noch nicht so ganz hinhaut, irgendwie. Ich meine, wenn wir jetzt hier einfach mal eine Energiebrücke hinmachen. Wartet mal. Goldkabel. Machen wir's. So. Ich explodiere uns jetzt hier nicht. Dann läuft hier drüber Strom und da drüber auch. Welche Use? 45 Units pro Tick. Wir kriegen halt hier 33 U pro Tick raus. Und zwar East in und da South Node. Ja. Wieso eigentlich Energy Bridge? West und East. East in. West out. So. Achso, das heißt einfach nur, dass wir hier. Achso, ist okay. Okay. Das heißt, wir könnten vom Grundgedanken ja hier auch nochmal so ein Ding hinbauen. Warte mal. MV. Helfer Producer. Aber dafür will ich jetzt erstmal gucken, wie sich das dann ändert hier mit den Dingern. Dafür nehmen wir mal das Ding. So. Und gucken mal hier, was haben wir hier? Junge Geld. Ach, hier gibt er aus, okay. Hier wird er dann ohne ausgeben, oder? Ne. Gut, also veräppeln kann man ihn nicht. Schade. Hier kommt 31, da kommt nichts. Gut, da kann es uns auch nicht. So, aber wir könnten theoretisch. Theoretisch ist alles praktisch möglich. Nicht MFE, sondern nochmal eine LV Consumer Producer. Warte mal, was haben wir hier? Da haben wir Producer, da haben wir einen Consumer, also ein Producer. Hä? Hm. Ein Producer nehmen. So. Den hier mit dran klatschen. Out, no link. So, out. Achso, weil das hier mit verbunden ist. Wartet. So. Also er guckt sich das dann tatsächlich schon an hier. Ist ja blöd. 45 Units pro Tick. Na, da muss ich mal gucken, wie man das Ganze dann auch verbessern kann. Das heißt, das hier kommt erstmal weg. Das war jetzt ohne zum Testen. Ja, keine Ahnung, Leute. Hier die Dinger sind beide voll. Oh ne, guck mal. Hier wird fleißig abgezogen. Oh, nicht schlecht. Naja, So. Da machen wir mal Schluss mit dem Blick hier auf die Quarry. Wir sehen, dass die schon wieder beim Zurückfahren ist. Ne, die fährt noch hin. Gut. Euch dann auf jeden Fall einen schönen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, eine schöne Nacht. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft mit Schulle. Bis dahin. Tschüss.